Morgen. Heute ist übrigens Sonntag und was soll ich sagen? Ja, ich gehe wieder wandern. Frau Anja ist alleine arbeiten, da muss ich alleine gehen. Da habe ich mir gedacht, ich gehe heute mal wieder von Zittau aus zum Dreiländereck, dann an den Christinasee rüber nach Radek, von da aus auf den Pfaffenstein und dann wieder zurück nach Eubin. Und von Eubin aus fahre ich dann mit der Bimmelbahn wieder zurück nach Zittau. Ich denke mal, da komme ich halt auch wieder so auf 25 bis 30 Kilometer. Wetter ist super. Es wird auch sehr heiß heute, also ich bin schon etwas eher unterwegs. Es ist kurz nach 8 wieder. So, bin ich hier noch am Ring in Zittau unterwegs und jetzt geht es rüber nach Polen. Ein Stückchen an der Neiße lang zum Dreiländereck, wie gesagt, und dann an den Christinasee erstmal. So, 4 Kilometer habe ich jetzt geschafft, bin direkt am Dreiländereck angekommen. Hier, wo Deutschland, Tschechien und Polen ja zusammentreffen seit 1945. Im Hintergrund sieht man auch die Neiße, warte mal so hier, da sieht das vielleicht besser, da ist die Neiße, der Grenzfluss. Und ja, hier gibt es ein paar Bänke, hier kann man schön verweilen, ansonsten gibt es hier eigentlich nichts zu sehen, außer halt ein paar Fahnen, ein paar Steine, hier so ein Kreuz, das Übliche halt, bisschen Kultur. Jo, und ich gehe jetzt weiter an Christinasee, der ist gleich da vorne dann. Also nicht weit von hier. Hier kann man übrigens auch super Fahrrad fahren. Also man hat hier echt super Radwege, auf denen man fahren kann. Das ist alles schön errichtet. Auf der gegenüberliegenden Seite auf der Deutschen auch. Ne, da könnt ihr fahren vom Gebirge bis nach Berlin, wenn ihr das wollt. Oder weiter auf den oder Neiße Radweg dann halt eben. Da gab es an die Ostsee. Das ist wirklich schick. Ja, am Christinasee selbst, da kommt dann gleich. Da kann man super baden gehen. Das ist ein super Erholungsplätzchen fürs Wochenende bei der Hitze. Super Sache das. Ja, so ist das. So, ich bin jetzt mittlerweile am Christinasee. Hier ist heute richtig ordentlich was los. Gut, es ist Pfingsten, es ist super Wetter. Die haben heute wieder bis zu 30 Grad gemeldet. Da ist das natürlich nicht verwunderlich. Wie gesagt, hier kann man super baden gehen. Ja, Boot ausleihen, Boot fahren, kann man alles machen hier. Radfahren kann man hier. Im Hintergrund da drüben, da oben, da sieht man den Töpfer. Ne? Da waren wir ja schon mal gewesen. So, ich gehe jetzt weiter Richtung Radek und dann auf den Pfaffenstein. Ja, mittlerweile liegt Radek hinter mir. Jetzt geht es langsam bergan, bis hoch ins Gebirge. Ne? Wir wollen hier auf den Pfaffenstein. Der Weg verläuft jetzt immer auf Wald- und Wiesenwegen. Das ist recht angenehm, nicht so wie im Städtchen unten mit dem Asphalt. Finde ich ganz klasse. Ja, ruhig ist auch, abgesehen von dem Traktor, der da hinten rumfährt. Ja, mit Feiertag haben sie es hier in Tschechien wohl nicht so zum Pfingstsonntag. Hier wird überall gewerkelt. Für LKWs habe ich auch schon fahren sehen, also ich glaube, die haben gar keinen Feiertag. Ich weiß nicht, wundert mich ein bisschen, aber na gut. Müssen Sie es selber wissen, ne? Ja, Wetter ist immer noch super, es wird immer heißer. Ich glaube, heute Abend gewittert es auch richtig dolle. War auch ein bisschen gemeldet. Und ansonsten jetzt hier immer schön bergan. Macht Spaß, bis jetzt. So, gleich habe ich es geschafft. Gleich bin ich oben auf dem Pfaffenstein. Die letzten 500 Meter hier, die ziehen sich nochmal richtig. Wobei ich sagen muss, ich bin natürlich auch von Radek unten bis hier hoch jetzt komplett ohne Pause durchgelaufen. Also das ist ein ganz schöner Anstieg. Das geht wirklich hoch. Das letzte Stückchen muss man ganz schön große Stufen auch überwältigen zum Teil. Felsen und so. Aber gleich habe ich es geschafft. Und ich habe schon gesehen, ein bisschen Aussicht da rechts rüber. Der Hochwald ist auch schon wunderbar zu sehen. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt von hier oben aussieht. So, geschafft. Ausblick hier oben ist gigantisch. Hinter mir der Hochwald wieder zu sehen. Ne? Ja, in Richtung der Eschen. Schauen wir mal, ob wir das reinkriegen.
fahre ich dann mit der Bimmelbahn zurück nach Zittau. Ja, das war's dann für heute. Ist ja dann auch schon, ich denke doch, 25 Kilometer werden es dann sein wieder. Oder 30 sogar. Ich weiß gar nicht, wir haben gesehen. Auf jeden Fall, ich genieße noch ein bisschen die Aussicht, ein paar Minuten. Und dann geht's weiter, wie gesagt, die Richtung Hochwald, dann runter nach Eupin. Und dann mit der Bimmelbahn zurück nach Zittau. So, ich bin wieder runter vom Pfaffenstein. Jetzt geht's weiter, wie gesagt, Richtung Hochwald. Die Wege hier, die sind wieder richtig schön ausgebaut, richtig schön weiches Material. Hier kann man super laufen, das macht richtig Spaß durch den Wald. Man ist nicht ganz so in der Sonne mehr. Das finde ich schon mal super, weil es ist doch richtig heiß heute. Also ohne Kopfbedeckung würde ich auch nicht rausgehen, da kriegt man richtig schön den Sonnenbrand. Ja, auf den Wegen hier kann man super Fahrrad fahren sogar. Man kann laufen, man kann eigentlich alles machen, was man möchte. Also das ist hier, ich muss sagen, das Zittauer Gebirge ist wirklich richtig schön. Ja, ich muss sagen, die tschechische Seite gefällt mir hier etwas besser, denn die Wege sind einfach angenehmer zu laufen. Ist es nicht ganz so steil wie auf der deutschen Seite. Man hat hier nicht ganz so viele Felsen, was es aber auch interessanter macht. Also ich finde das hier nicht so rustikal, sage ich mal. Man kann hier gemütlich laufen, man kann hier richtig lange Strecken laufen, ohne ständig berghoch und runter zu müssen, was ja auch mal wie rum oder auf dem Hochwald hoch direkt auch nicht der Fall ist. Da geht es ja immer überall steil oder die Lausche, die hat es richtig in sich. Ne? Und man hier halt eben wirklich mal den ganzen Tag laufen kann, ohne dass man jetzt hier extrem steile Auf- und Abstiege hat. Also das macht vor allem auf Dauer richtig Spaß. Also hier kann man 30 Kilometer, 40 Kilometer am Tag laufen. Richtig schön durch die Natur. Immer wieder Wiesen, Felder und dann wieder Wälder. Das reimt sich auch noch. Wo man einfach ganz entspannt laufen kann. Es gibt immer viel zu sehen. Die Wege hier sind richtig schön angelegte Naturwege, auf denen man allerdings auch Fahrrad fahren kann. Mountainbiking und sowas ist überhaupt kein Problem. Man kann hier auch joggen. Also alles, was man möchte, kann man hier wirklich wunderbar machen. Es ist vor allem auch ein bisschen ruhiger. Hier ist nicht ganz so viel los wie drüben auf unserer Seite, auf der deutschen Seite, wo man natürlich die Hauptattraktionen hat, wie jetzt halt eben gesagt, Eupin, Lohnsdorf, kennt ja jeder. Jeder rennt auf die Hochwald hoch, jeder rennt auf die Lausche. Also da ist an Feiertagen natürlich richtig was los, was hier jetzt nicht ganz so dolle ist. Ja, also ich muss sagen, ich treffe hier ab und zu mal ein paar Leute, aber das ist jetzt nicht übermäßig viel. Was ich ja auch super finde, sind die Ausschilderungen. Also man kann sich ja echt nicht verlaufen. Man hat an fast jedem zweiten Baum hat man eine Markierung. Man hat an jeder Kreuzung ordentliche Schilder. Jo, da braucht man eigentlich nur eine Karte vor sich kaufen oder wenn man eine hat, halt nicht. Und dann guckt man da halt mal rein, sucht sich eine Route aus oder guckt halt eben im Internet, auf Komoot zum Beispiel, denn da lade ich auch diese Tour wieder hoch. Die könnt ihr euch da wieder anschauen und runterladen natürlich, damit ihr was zum Laufen habt oder halt zum Ideenholen habt. Und ich laufe jetzt hier weiter, immer auf dem Grünen erstmal, Richtung Palesi. Ist ja ausgeschildert, also ich habe heute noch nie ein einziges Mal in die Karte geguckt selbst, muss ich sagen. Weil es ist einfach, ja, es erklärt sich, muss ich sagen. Findet man in Deutschland nicht überall. Also wir waren mal im Dings gewesen hier. Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Bei Dresden, bald. Ja, wir waren mal im Kramschatzerwald gewesen, das ist mir eigentlich Familie hieß. Dort war die Ausschilderung eine absolute Katastrophe. Also wir waren dort im Winter gewesen. Das haben wir uns fast verlaufen. Es war eine Karte, also wirklich unglaublich. Da gab es keine Schilder mehr, es gab keine Wegweiser oder sonstiges. Das war alles nicht vorhanden. Die Wege waren total zerkarrt. Da war überall nur noch Schlamm. Das ist wirklich grausam. Also, da konnte ich dann auch nur noch über Internet, über meine Locus Map Karte praktisch schauen, wo denn der Weg lang geht. Weil wir waren dort nie wieder rausgekommen. Wir hätten uns nie wieder zum Anni zurückgefunden. Muss ich ehrlich sagen, sollte man dort vielleicht auch mal nachbessern, weil oder sich das hier im Zittauer Gebirge mal anschauen, wie das gemacht werden kann, wie es auch aussehen und funktionieren kann. Denn so wie das hier ist, muss ich sagen, das ist wirklich genial. Mittlerweile habe ich jetzt 20 Kilometer geschafft. Bin gerade durch Petrovice durch. Das ist ein kleines hübsches Dörfchen. Gibt es ein paar hübsche Häuschen, ansonsten eigentlich nicht viel. Dort kann man noch Mittagessen geben, wenn man das möchte, oder Kaffee trinken, die haben ein paar Restaurants. Ja, abbiegen nach Lückendorf hätte man dort können. Möchte ich natürlich nicht, ich will ja hier Richtung Hochwald gehen und dann am Kelchstein vorbei nach Eupin. Ja, das läuft sich jetzt hier einfach durch den Wald auch viel schöner als auf der Straße. Ja, der Weg geht jetzt langsam wieder bergan. Leicht. Links oberhalb, das sieht man jetzt aber nicht, ist da so Koll. Da war ich letztes Jahr, glaube ich, gewesen. Ja, Ende letzten Jahres war ich da oben. Auch ein hübsches Bergchen. Da oben war mal eine Burg oder sowas, ganz interessant. Ist aber nicht mehr viel da, also man sieht eigentlich nur noch ein bisschen ein paar Abdrücke im Boden, ein paar alte Mauern. Und dann war es das auch schon. Ausblick hat man von dort oben eigentlich auch nicht mehr, weil alles zugewachsen ist. Von daher lohnt sich der Aufstieg
eigentlich ein Weg, er geht doch recht steil. Ist allerdings als Zwischenstopp für weitere Wanderung nicht unbedingt verkehrt. Da hat man den wenigsten mitgenommen. Wie gesagt, ich laufe jetzt hier noch ein bisschen durch den Wald. Das ist wieder angenehmer. Das ist wieder Schatten. Der letzte Stückchen, das ging über die Wiese. Freies Gelände. Da halt die Sonne richtig rein. Das merkt man. Es sind schon 30 Grad heute. So, langsam geht noch ein bisschen die Puste aus. Weiß auch nicht warum. Das ist komisch. Aber naja, was ist das? Das letzte Stückchen, weiß gar nicht, das sind 7 Kilometer oder so. Das schaffe ich jetzt auch noch. Und ab Eubin fährt er dann die Bömmelbahn. So, nach 25 Kilometern war ich jetzt noch an den Kelchstein vorbeigekommen. Das ist ja die bekannteste Felsformation im Zitterauer Gebirge. Von da an geht es jetzt wirklich nur noch bergab bis nach Eubin zum Bahnhof hinunter. Ne, da werde ich mal sehen, wann der nächste Zug geht, indem ich dann wieder zurück nach Zittau fahre und vielleicht bekomme ich da sogar noch wieder ein Eis. Das ist ja wichtig. Ne? So, ich bin jetzt gleich in Neuwien. 26 Kilometer habe ich ja geschafft, jetzt wieder. Ja, dann schaue ich mal, ob mich das Bärnchen nach Hause bringt, nach Zittau oder nicht. Ich denke mal schon. Hauptsache, ich muss jetzt nicht eine ganze Stunde warten. Das wäre blöd, weil ich habe nicht keinen Fahrplan dabei. Ja, und ansonsten war es das eigentlich für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre es natürlich schön, wenn ihr mir wieder einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, wäre auch super. Und natürlich könnt ihr das Video auch mit euren Freunden teilen. Alles drum und dran ist ganz klar, ne? Würde mich sogar freuen. Aber wenn ihr die Tour wieder nachlaufen wollt oder sie euch einfach mal anschauen wollt, dann findet ihr ja wie immer unter dem Video einen Link dazu für Komoot. Da lade ich das wieder hoch, dann könnt ihr euch das dann anschauen und wieder runterladen, wenn ihr möchtet. Ja, und ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ne? Thank you.